Hört doch auf, Cutphones zu kaufen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viel von den Dingern ich schon zur Reparatur hatte. Ein Verwandter von mir steht jetzt auf die Dinger, kommt aber dauernd zu mir, wenn irgendwas kaputt ist. Bei dem Ding schon zweimal Kamerasensor, Akku getauscht. Und wäre okay, wenn die Dinger billig wären, aber die sind echt nicht günstig. Hauptargument, aber es hat ja eine Wärmebildkamera. Ja, es hat eine mit einer kacke Auflösung. Ich verwende auch eine Wärmebildkamera, aber die gibt's extra zum Anstecken. Er wollte trotzdem wieder so ein Teil haben, jetzt habe ich ihm eins von Blackview gekauft. Das ist ca. 150 Euro günstiger, hat bessere Specs. Auch eine FLIR-Wärmebildkamera mit einer miesen Auflösung. Aber das Ding ist halt so groß wie ein Ziegelstein. Jetzt kommen wieder alle, ist ja für die Baustelle. Sag mal, welcher Bauarbeiter, der vielleicht am Gerüst steht, hat Bock, einen Kilo in seiner Hosentasche damit zu schleppen? Holt euch doch lieber ein altes iPhone 7 oder 8 dazu, ein Gehäuse dazu. Das ist noch relativ klein und handlich, hält genauso viel aus. Und eine extra Wärmebildkamera zum Anstecken und ihr kommt auf denselben Preis und habt was Besseres.